Salü, vielleicht ist es nicht gern die Sonne auf den Speck schenken. Das geht nicht immer super gut, das ist noch immens sinnvoll. Bei Reptilien so gut wie bei uns Menschen. Das tut immer dazu dienen, dass die Reptilien auch noch andere Lebewesen kahlblütig sind. Was das genau bedeutet, geht nur an dieser Episode gefolgt. Ihr guckt Vivarium TV. Säugetieren, zu denen wir ja auch gehören, aber auch Fullen, so wie die zwei australischen Schlümpfen, sind sie schon hier im Hintergrund. Das sind alles Warmblätter. Warmblätter haben eine fixe Körpertemperatur, die permanent muss aufrechterhalten. Die bei uns Menschen, das ist ja bekannterweise 36, 37 Grad. Das ist bei anderen Warmblätter auch nicht. Bei Hühnerkatzen, also zum Beispiel die 38 Grad, aber bei den meisten Fullen ist es 40 bis sogar 41 Grad. Für das fixe Körpertemperatur permanent aufrecht zu halten, muss ich immens viel Energie verbrauchen. Dementsprechend häufig muss ich Warmblätter auch essen. Reptilien sind kahlblätig. Ihre Körpertemperatur passt sich dem Umfeld an. Wenn es rundherum sie warm ist, werden doch ihre Körper sich an den Stoffwechsel können und gehen. Futter sichern, fressen, verdauen, kämpfen oder Fortpflanzung. Das sind Aktivitäten, die just können stattfinden, wenn die Reptilien sich abgewärmt haben. Also da war kahl, bewegen sich die Tiere nicht mehr viel, weil sie die Temperatur von ihrem kahlen Umfeld wollen. Wie ist das nur besser drin? Warmblüter oder Kaltblüter? Tatsächlich ist Kaltblüter leben mehr energieeffizient. Und einen kahlen Tag brauchen sie wenig Energie, sie haben keinen Hunger, dafür wibbeln sie auch Männer. Schlangen und Krokodilen kommen während Mainz sogar bis ein Jahr ohne Nahrung aus. Verschiedene Reptilien verpennen einfach die kahle Jahreszeit, an dem sie sich an ihren Flach zurückziehen. Das nennt den Wanderbau oder Winterstaub. Reptilien fanden wir tatsächlich über bald den ganzen Globus verspreit. Beispielsweise an Wüstengegenden, wie an verschiedenen Wüsten von den USA oder an den Savannen, wie man sie aus Afrika kennen, oder beispielsweise an felsigen Gebieten fanden wir sie, typisch Rundfelsen an Australien oder an all den tropischen Büschen der ganzen Welt, die man rund um den Äquator fanden. Ein Platz gibt es allerdings auf der Welt, da können sie ewig zwischen Reptilien. Und das ist auch die Polen, sowohl der Nordpol wie auch der Südpol. Du hast nämlich Schweigen. An der Terroristik geht es sich darum, dem Tier ein Biotop anzubieten, wer das für Natur aus braucht. Da spielt die Richtung eine ganz große Rolle, mehr aber auch die Belichtung. Lichtintensität, UV-Strahlung, an Belichtungsdauer muss in der Natur angepasst gehen. Ich muss ihn aufpassen, dass ihn am Terrarium ein Temperaturgefälle hat. Als Schlange, als Echse oder weitere Reptil auch immer da dran läuft, muss die Möglichkeit tun können auszuwählen, ob sich gerade am Helle will abhalten, am Wärmen oder dann aber echt am Deichtern oder am Kahlen. Keine Technik kann die Lucht- und UV-Verhältnisse von der Bausen 1:1 kopieren. Allerdings gibt es mittlerweile im Markt genug Produkte, die der Sache ziemlich nahe kommen. Also am Hobby von der Terroristik als Technik definitiv ein Bereich, wo ich keine Suche darf spüren. Ei, an der Sonnenlein, das ist mega agreabel und unerfischig für den Körper. Für die Schildkröten ist die Lucht überlebenswichtig. So, die Gide soll nur gerade sich Sonne nicht mehr lebenswichtig für Reptilien, für was eigentlich? Das erklärt ihr euch mal. Das hat etwas mit Kalzium zu tun, den Reptilien aber auch mir an alle Lebewesen braucht und die Nahrung abhält. Gehen wir mal aus von so einer dicken fetten Echse. Kalzium findet in der Nahrung. Lass mal so die Echse, die sich gut knackig Insekt.
je nachdem, was sie frisst, gibt es mehr oder weniger Kalzium an so einem Lebensmittel. Und die Kalzium ist extrem wichtig für den Knochenabbau, für das Skelett hart geht, für das Chunk nicht mehr sehen. Voilà, lass mal die Ex einmal anständig fressen. So, was geschieht hier? Allein das Fett, das Kalzium an der Nahrung hat, das geht noch lange nicht durch. Wenn man die Sonne nicht hätte, dann ging das Kalzium nicht verdaut gehen und angelagert gehen, mehr gehen, unverbraucht im Hand rauskommen. Und darum geht es hier nicht. Voilà, folgendes passiert. Nur mal das Kalzium am Körper, aber noch lange nicht an der Schanke. Die Sonne, was für die meisten Reptilien so wichtig ist, weil die Sonne als ausstrahlt, mit verschiedenen UV-Strahlen, Engstrahlung gefunden, den UVB, und das ist die, die wir brauchen. Den UVB hilft der Ex, ein Vitamin herzustellen an ihrem Körper. Und die Vitamin, die nennen den D3. Ich mache noch kein ganzes Skelett, ich mache mal ein Schank symbolisch für das ganze Skelett. Voilà. Mit Hilfe von der UVB-Strahlung produziert der Körper Vitamin D3. Den brauchen wir unbedingt, weil ohne Hilfe von dem Vitamin kann das Kalzium nicht ans Skelett rangehen. Voilà, du hast Vitamin D3 produziert und das Kalzium geht nicht an raus, nein, er geht ans Skelett. Und so ist dann der Knochenbau solid, der ist gesund, einfach ist zufrieden. Voilà, lass mal nur einen Faktor weg, dann haben wir ein Problem. Viele haben kein Kalzium, wird das Skelett ein Problem. Bloß mit Sonne wäscht, wird das Skelett auch ein Problem. Aber genau dafür hat man gesund als Technik an einem Terrarium so wichtig. Wir brauchen Luten mit der richtigen Strahlung. Viele Reptilien lehen am Laufe des Jahres ein Rauhfass an, sie wird ein Sommer oder ein Winter Rauh. Während dieser Periode, die auf ein paar Monate dauert, verfußen sie sich an einer Stopp, die konstant kahl ist. Das zur Winterschlaf erlaubt dem Deier seinem Stoffwissen eine Pause zu nehmen. Da muss ihn auch an der Terroristik berücksichtigen. Schildkröte, die ganz oft an einem Frigo überwandert. Das klingt erschreckend, aber das ist eine effiziente Methode, weil der Frigo konstant Temperaturen garantiert. Ich muss ich just heute kurz abmachen, für zu lüften. Ein kahlbildes Deier hält die Temperatur vom Frigo an und muss während der Zeit nicht fressen. Er darf nicht zu kahl sein, aber auch nicht zu warm, sonst könnte der Stoffwissen nicht ganz zu rum und Deier geht am Frigo erhängen. Kahlbildig zu sehen, heißt es sich, einen ganz anderen Lebensstil zu feiern. Das ist immens, was Natur alles auf ihr bringt. Ja, aber wenn ihr Reptilien hält, dann muss ihr das alles natürlich wissen. Ein Terrarium ist etwas Schönes für zu gucken, mit dem wir nicht vergessen, das ist nicht nur ein reines Dekorationsobjekt. Wenn ihr bereit seid, ihr großes Wissen anzueignen durch Recherchen an Bücher oder durch den Austausch mit Gleichgesinnten oder Experten, dann ist das Teil vielleicht genau das Richtige für euch. Voilà, bis zum nächsten Mal bei Vivarium TV. Lichtintensität, Dauer, Lichtintensität. Vergiss, echt vom Punkt. Und Lichtintensität. Intensität. Du bitte. Ja. Und ich bin ganz. Ich glaube, das steht auch bis heute. Keine Technik kann gelucht. Was? Keine Technik. Aber auch keine. Ja. Okay. Ja, scheiße, das ist gut. Das ist egal, was.